Und herzlich willkommen bei einem neuen Tipps und Tricks Video von Farm Together. Ja, heute soll es relativ kurz und knapp wieder werden. Und zwar geht es um den Nutzen von Sprinklern. Du hast doch sicher, wenn du mal, jetzt muss ich selber erstmal gucken, es war glaube ich hierbei, genau. Wenn deine Farm ein wenig größer geworden ist, hast du sicher bemerkt, dass man Sprinkler kaufen kann. Die kosten aber pro Stück eine Medaille und bewässern gerade mal zwei Felder. Also hier steht bewässert zwei benachbarte Felder, heißt einfach nur die zwei Felder, die nebeneinander liegen, also rechts und links quasi von diesem Sprinkler, die werden bewässert. So, jetzt habe ich mir damals, als ich angefangen hatte, beziehungsweise die freigeschaltet hatte, lange die Frage gestellt, hat das überhaupt irgendeinen Nutzen? Bringt mir das irgendwas, weil die Dinger ja doch wahnsinnig teuer sind? Und wenn man mal bedenkt, gerade wenn man eine große Farm hat, wie gesagt, es sind zwei Felder. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Felder man eigentlich haben kann, wo man vielleicht auch die Sprenkler überall haben möchte, dann ist das schon wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ich zeige auch noch mal kurz die Karte, die meisten kennen sie ja schon. Das sind alles, nee, das jetzt nicht, das sind normale Felder, ja, keine Ahnung, wie ich die sagen soll, also wo man was anbauen kann, Gemüse, Obst und so weiter. Das hier sind alles Blumenfelder, hier rechts, das sind alles Blumenfelder, hier unten, das sind alles Bäume, die könnte man theoretisch auch bewässern, wäre allerdings Blödsinn. Hier unten ist nochmal ein riesiges Feld mit Feldern. Tolle Wortwahl. Und die Fische müssen natürlich nicht bewässert werden. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. So, die Frage ist jetzt, lohnt sich das überhaupt? Also, zum einen, wenn ihr auf Feldern Sprenkler einbaut, dann ist es so, dass ihr, ich weiß nicht genau um wie viel, ich glaube ungefähr 50% der Zeit war es, dass die Zeit, bis das, was ihr auf diesem Feld angeerntet habt, also angelegt habt, dass die Zeit verkürzt wird. Steinigt mich nicht, aber ich meine, es war verkürzt um 50%. Also habe ich so in etwa im Gefühl, wenn ich Events mache, dass es dann so eine Hälfte der Zeit fertig ist. Da ist also schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil. Gerade wenn ihr zum Beispiel Events macht, da ist es immens wichtig, was heißt wichtig, wenn ihr die so schnell wie möglich hinter euch bringen wollt, also durchziehen wollt, gerade diese großen Events, wenn ihr 5000 Sachen machen müsst oder so von einer Sorte, also ernten müsst, und ihr dann immer nur, keine Ahnung, 25 anbauen könnt oder sowas, beziehungsweise, ja gut, 250 sind es meistens, dann ist es immens wichtig, dass man natürlich die Zeit kürzen kann, die es braucht, bis das Ganze fertig ist. Also auf Feldern kann es, oder wenn man die Möglichkeit hat, ist es wirklich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Aber es gibt noch eine andere Sache. Und zwar, wenn ihr jetzt mal auf eure Blumen drauf geht, dann seht ihr ja, unten links, in dem Fall, es regnet jetzt hier schon die ganze Zeit wie dolle. Aber ihr seht, dass nur oben so ein Stückchen grün ist und der Rest ist gerade mal gelb. Wenn ich jetzt hingehen würde und das abernten würde, dann seht ihr ja unten rechts, also beziehungsweise das seht ihr auch, wenn es noch nicht erntebar ist, dann seht ihr unten rechts so einen Kreis und einen Wassertropfen. Wenn das stetig befüllt ist, dann ist auf jeden Fall der Ertrag maximiert. Jetzt habe ich gerade eben was gesehen, was ich bisher noch nicht hatte. Also als ich das letzte Mal auf der Farm war, war das in Ordnung bei mir. Komischerweise jetzt nicht mehr. Wenn ihr jetzt auf eine normale schwarze Tulpe hier geht, also ihr könnt das Ganze öffnen unter Q. Und wenn ich jetzt hier unten drauf gehe, dann steht bei mir rechts ein Ertrag von 65,9 Millionen. Quatsch, 1000, nicht Millionen. Millionen wären richtig geil. Also 65.092. Wenn ich jetzt aber rausgehe, habe ich hier nur einen Ertrag von 32.052. Das hängt mit dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, mit diesen gelben Streifen unten zusammen, weil der nicht durchgehend immer wieder bewässert worden ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt da hinstellen würde
und den immer wieder bewässern würde, sodass das immer wieder voll ist, dann würde der auch den kompletten Ertrag liefern. Also merkt euch hier 32.500. Kleines Aber, ich weiß nicht, ob das aktuell ein Bug ist. Bisher hatte ich es noch nicht. Also bisher stimmte das wirklich, dass ich den Betrag bekommen habe, der drin stand. Hier sieht man jetzt, dass es nicht ganz grün ist. Warum? Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Das ist hier überall im Feld so. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist es, weil ich hier die Sprenkler ganz am Ende erst hingestellt habe, aber das ist hier überall im Feld so. Und wie gesagt, eigentlich müsste ich 65.092 bekommen. Aber hier habe ich jetzt nur 62.019. Ist aber nichtsdestotrotz fast das Doppelte von dem, was ich ohne Sprenkler bekomme. Also gerade bei Blumen ist es immens wichtig, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber kann man einen extrem viel höheren Betrag rausbekommen, wenn man die Felder mit Sprenkler besetzt. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich meine, wie gesagt, ne, meine Farm ist riesig. Ich habe hier in diesem kompletten Bereich überall Sprenkler drin. Ich versuche nach und nach, wobei ich diese Farm jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, wollte ich eigentlich nach und nach diesen kompletten Bereich auch mit Sprenklern machen. Und ich habe hier unten den kompletten Bereich. Das ist so der Level- und Eventbereich, wenn ich was anpflanzen, also zum Ernten halt anpflanzen will. Das ist komplett mit Sprenklern voll. Irgendwann wollte ich natürlich auch den Rest hier mal machen, beziehungsweise hier die Felder hier in der Mitte machen, was mir jetzt aber persönlich nicht so wichtig ist. Beziehungsweise das hier wäre mir noch wichtig und das hier, glaube ich, das müsste Oregano sein, weil die nämlich Diamanten bringen. Ja, also wie gesagt, bei Feldern ist es in erster Linie wichtig, weil durch dieses automatische Nachwässern erspart ihr euch natürlich die Zeit bzw. die Mühe, das immer selber von der Hand zu machen. Und es ist eine immense Zeitverkürzung, die ihr dadurch habt, bis eure Ernte fällig ist. Bei den Blumen verkürzt sich die Zeit leider nicht, aber der Ertrag wird fast doppelt so hoch. Das sind so die zwei Dinge, die ich euch hiermit auf dem Weg geben möchte. Und ja, was wirklich unheimlich wichtig ist in Bezug auf Sprenkleranlagen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr trotzdem noch Fragen dazu haben solltet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Die Sprenkler könnt ihr natürlich ja anordnen, wie ihr möchtet. Denkt nur bitte immer dran, dass ihr die Sprenkler in der Mitte von zwei Feldern setzt, weil das immer rechts und links, beziehungsweise in meinem Fall jetzt oben und unten von diesen Sprenkler bewässert. Rechts hat man es jetzt gerade schön gesehen, zumindest wie er angegangen ist. Und ja, denkt immer daran. Ihr müsst es natürlich nicht von Anfang an machen. Ihr bekommt auch so schon sehr gut Geld. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und jetzt gerade nichts Wichtiges habt, was ihr mit den Medaillen kaufen müsst, wollt, wie auch immer, denkt auch dran, dass ich noch ein Video habe, wo ich nochmal genau erkläre, wie ihr am besten und am schnellsten Medaillen, Edelsteine und Tickets bekommt, beziehungsweise auch Geld. Ja, mehr habe ich jetzt für heute nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.